Oh, moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder beim Hausfrauenstream. Musste mir gerade einen kurzen Überblick verschaffen, wo ich denn bin und wo ich denn starte. Wollte. Moin, moin, liebe Leute. Weiter rübergehen, erstmal zu dieser Insel natürlich, und dann hier werde ich wohl nicht kämpfen können. Denke, dass ich dann weiter hierhin gehe, weil ich nicht weiß, ob ich in Achaia weiterkommen kann. Den gucken wir mal, wie da heute vorankommen. Also wir sollten uns das erstmal markieren, damit wir auch wissen, in welche Richtung wir gehen. Kann ja auch ranzoomen, ne? Dahin. So, ich bin auch raus. Jessica, bis morgen. Ja, ich wünsche eine gute Nacht. Schlaf gut. Wir Ja, schnacken auf jeden danke. Fall morgen. Jo, bis denn. Dann. Tschüss. Tschüss. Warum? Naja, regelt. Mal. Warum? Ist schon aggro, das Teil. Geht denn bei dem, ne? Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ich verstehe es nicht. Moment. Doch gar nichts. Nee. Oh, moin. Wir haben kein Boot hier in der Nähe. Wir müssen schon wieder schwimmen. Ja gut, es ist ja nicht ganz so weit. Nicht so wie letztes Mal zumindest. Moin Arthur! Gut und selbst? Geht! Aus hier ausmachen. Alle auf dem Herzenstrip im Moment. War schon länger nicht mehr da, ne? Weiß gar nicht, ob dieser Wal für mich eigentlich gefährlich werden könnte. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es riskieren sollte, den anzugreifen. Toll, genau auf der anderen Seite steht ein Schiff, ne? Schwimmen da. Ach, ein Hai. Warum treffe ich nicht, wenn ich auf dem roten Balken bin? Danke. Ich habe jetzt aber keine Lust, da nach unten zu tauchen, um den Loot zu holen. Ja, das stimmt, Arthur. Was bevorzugst du denn? Also ich mag viele Sachen im Moment. Ich teste aber auch viel aus. Also Assassin's Creed und Pokern sind im Moment so mein Favorit. Da bei mir Standard. Aber ich habe schon wieder so viele Games noch, die dazugekommen sind. Moment mal, das ist eine andere Quest. Ich werde erstmal nach da oben gehen. Ah,
Höhle. Der vergessenen Höhle. Okay. J, habe ich gesprochen. Okay. Ah. Weiß gar nicht, ob ich jetzt hier runterspringen soll. Runterklettern, erstmal gucken, versuchen. Arthur? Nein! Okay. Und so richtig an anscheinend. Nix. Hier unten irgendwas? Ja, da unten. Ja, Schatz. Warte, aber ich will erstmal noch mal gucken, was da ist, bevor ich hier weitergehe. Leuchtet. Ganz schön. Dass ich hier jetzt irgendwas versäume. Aber scheint nicht so zu. Interessant, dass er mir die Mission auch nicht vor Ort anzeigt. Nee. Nee, scheint nicht zu sein. Okay. Ach, Fortnite. Achtung. Ja, Arthur, aber haben wir es dir nicht gesagt? Das ist nicht böse gemeint, aber das ist doch klar. Weißt du, wie viele Scammer es da gibt? Da kannst du niemanden trauen. Höchstens mit Leuten, mit denen du länger zusammenzockst oder so, aber Fortnite, ganz schlimm. Danke für deinen Host. Du kannst gerne, wenn du möchtest, auch ein bisschen was von mir nochmal haben. Nicht von dieser Welt. Ich denke, wenn ich gucke, wie ich das morgen einrichten lässt, weil ich will auf jeden Fall vor Donnerstag auch nochmal Rettet die Welt spielen. Und morgen wird es wahrscheinlich gut klappen. Alter, das ist aber spannend hier. Hier, Tier. Was bei Hades war das? Sieht so aus, als könnte ich noch nicht durch diese Tür gehen. Vielleicht ein andermal. Hm. Oh. Diese Höhle interessant. Okay, da muss irgendwas. Muss irgendwas gehen, also mal gleich Adler. Höhle ist ja sehr interessant. Ja. Der Schatz doch nicht da drin, sondern auf der anderen Seite. Mal jetzt oben auf dem Berg.
Ja, auf jeden Fall, wenn du Bock hast morgen, Arthur, und ich dann da bin auf Fortnite, kannst du dich gerne melden. Der ist doch da drin. Gut. Doch da rein, okay. Warte, oh. Mein Sound gerade. Alles schön. Ich hier kann rufen. Da jetzt nicht nochmal rein. Weil der andere Schatz wird wahrscheinlich genau auf der anderen Seite sein. Nicht reinkommen. Ja, ich gehe trotzdem. Unten. Doch nicht gleich so. Ob der auf der anderen Seite ist. Ah. Aha, okay. War komischer Schatz. Dann können wir jetzt wieder raus. Ah, ich glaube, dass hier später auf jeden Fall noch irgendwas zu erledigen ist. Weil dieser Eingang, der ist sehr mysteriös. Was bestimmt aufmachen. Stimmt, muss irgendwas sein. Oder auch nicht gut. Nachdem. Wir laufen jetzt zur anderen Quest auf. Ich glaube, da war aber trotzdem noch ein anderes Fragezeichen. Wird so komisch gekennzeichnet auf der Karte, dieses gelbe Dreieck da. Jetzt im Inventar. Achso, ja, die anderen Sachen, die. Ja, stimmt, wir haben ja auch noch die Kultur. Nee, war ich nicht bei der Games. Nein, Autogrammkarten habe ich noch nicht. Ich bin doch ganz klein, Arthur. Ist ja süß von dir. Dafür bin ich noch nicht groß genug, dass ich darüber nachdenke, Auto. Vergessene Insel Schnellreise. Also das heißt, auf jeden Fall ist hier irgendwas später nochmal. Gut, okay, dann gehen wir jetzt zum Ausrufezeichen. Fest. Ja, mach das, Arthur. Kein Problem. Bist willkommen. Oder komm ins Stream rein, falls ich nicht weiß, wer du bist und so. Weil ich kann mir die Namen manchmal nicht merken. Die Götter schicken dich. Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten! Sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt. Bitte rette ihn! Nein, wir wollen kein Ich Geld, wir werde dir bei helfen. der Suche helfen, Seemann. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann.
Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder. Dann komme ich mit auf dein Schiff. Ja, das ist gut. Einverstanden. Wir finden die Piraten und retten deinen Bruder. Warte mal. Warte gucken, weil das ziemlich weit weg ist. Ja, aber Alter, ich kann da doch nicht schon wieder rüberschwimmen. Kann hier nicht irgendein Schiff sein? Selbst wenn ich mein Schiff mit dabei hätte, könnte ich noch nicht mal irgendwo andocken. Rüberschwimmen. Nervig. Das gleiche gehabt. Das sind jetzt nur 400 Meter, aber trotzdem. In Real Life war ich auch schon lange nicht mehr schwimmen, fällt mir aber ein. Die Haie. Kann ich machen, Arthur. Instagram habe ich eigentlich noch mehr. Facebook habe ich eigentlich gar nicht viel. Es ist schönes Wetter. Dass die einen auch nicht attackieren, die Haie, das wundert mich ja nicht. Du kriegst einen im Heilpark, Bunny. Wäre da meine erste Autogrammkarte. Hier gibt es eindeutig zu wenig Schiffe auf diesem Game. War es ein Lager? Achso, ja klar, war auch klar, dass wir kämpfen müssen, ne? Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ich wirklich alle gesehen, oh, das ist aber furchtbar. Level 15, das ist ja völlig in Ordnung. Drück den Knopf und jedes Mal. Nerve da. Ja, wo seid ihr alle?
Widerspenstiger. Haben wir noch einen hier? Den Schatz mitnehmen, ne? Dann schon wieder weg. Dann können wir den rein. Soll ich ihn aufheben? Okay. Nehmen wir ihn mal hier ab. Dein Bruder schickt mich. Dieser Narr schickt immer wieder andere für die Drecksarbeit. Wie schlimm ist das? Danke, Arthur. Sehr nett von dir. Du wirst es überstehen. Du wirst es überstehen. Ja. Du bist eine schlechte Lügnerin. Oh. Aber gütig. Soll ich deinem Bruder etwas mitteilen? Sag meinem Narren von Bruder, dass ich... Oh, nein, du darfst nicht sterben. Tja, ist einfach gestorben. Jetzt muss ich wieder zurückschwimmen. Oh. Jetzt muss ich ja noch weiter weg. Irgendwo ein Schiff, war das nicht so? Weil die Bruchbude da, die wird mir auf dem Meer wieder kaputt gehen. Vielleicht, wenn ich ein bisschen am Rand fahre, habe ich weniger Probleme vielleicht. Oh, kommt nicht gegen die Wellen da draußen an. Ja, das weiß ich. Danke für die Info. Felsen. In Baracke. Egal, ich versuche so weit wie möglich zu. Lässt sich auch schwer lenken. Die Mama ist ein Megaris oder was? Ja, der wartet schon bestimmt auf dem Schiff. Ich wollte gleich auf die andere Insel da, ja. Ja gut, okay, da kann ich jetzt hinreiten. Weil es wäre irrsinnig, da mit Schiff hinzugehen. Haupt. Aha, okay. Ja, ich hoffe, ich finde dich. Werden wir sehen morgen. Und wenn nicht, dann schreibst du mich an. Ist kein Problem. Also im Stream meine ich jetzt. Arthur. Finden uns schon irgendwie. Wann ich aber Fortnite spielen werde, weiß ich noch nicht. Ganz genau. So. Haben wir es doch hingekriegt. Ja, schön. Mit mir reden noch? Danke. Hast du meinen Bruder gefunden? Nein, es tut mir leid, er ist tot. Oh, das wäre voll Lügen. Er hat nicht überlebt. Tut mir leid. Nein, nein, nein! Verfluchte Götter! Auf diesem Schiff gab es nur Piraten, keine Götter. Ich bat ihn, mit mir zu kommen. Er hasste die See. Ein Speer in der Hand macht mir den Schmerz erträglich. Wir geben dir einen Hammer, wenn du zu deinem Wort stehst. Natürlich. Mir ist hier nichts mehr geblieben.
So, beim Schiff war was. Ah, das wird später wahrscheinlich noch mehr eine Rolle spielen. Nochmal auf der Nachrichtentafel, wenn wir sind, wir vorbereiten. Neue. Obwohl ich glaube, dass die. Mal kurz auf die Karte. Ich glaube, dass die Söldner immer ständig da sind, diese Quests. Aha. Hat die Quest, meine ich. Der hat Stufe 20. Das ist aber jetzt nicht mein Ziel. Das Ding ist. Achso, danke für dein Abo auf YouTube, Arthur. Wieso habe ich jetzt das? Hä? Danke für dein Abo! Wieso wird das so angezeigt? Wo sind meine Alerts? Ach, weil du auf YouTube subscribed hast. Ah, okay. Danke, Bunny, für deinen Host. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Dass man da auch einen Alert einfügen kann. Na, danke auf jeden Fall, Arthur. Sehr nett von dir. So, also, oh, ist ja doch weiter. Doch, da. Ich weiß nicht, ob das für mich. Steht ja gefestigt, deswegen ich da auch ein. Ich werde es mal versuchen. Aber wie immer ohne Schiff, weil da muss ich zurück. Ich weiß nicht, ich kann hier nicht andocken nirgendwo. Hafen, glaube ich. Machen wir alles anders wie es. Wir gucken mal. Erkundung. Ich war gerade schon verwundert. Ja, ich weiß es nicht. Ich frage mich, wenn man jetzt in den Gebieten, wo ich alles abgearbeitet habe, da auch schon wieder neue Quests sind. Siehst du? Ich glaube, wenn die. Ja. Verstehe ich nicht so ganz. Ich arbeite alles ab und dann kommen wieder neue Quests. Das nimmt ja gar kein Ende mehr dann. Ich glaube, wenn die Nachrichtentafeln orange leuchten, dann ist es so. Aber egal. Wir markieren uns das mal hier. Das sind die kürzeste Strecke eigentlich. Das sind immerhin 1000 irgendwas Meter. Mal gucken.
Schlecht Wetter jetzt hier. Da muss ich hier runter. Ein Bunny. Dahin. Schön wäre es, wenn es hier mal irgendwie ein Schiff gäbe. Ah, da vorne ist er. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Wenigstens ein Stück vorankommen. Ja. Erstmal euer Schiff jetzt. Oh, da ist noch ein viel größeres Schiff. Was mitnehmen kann? Moment, da muss ich gucken. Schade, das geht nicht. Nichts. Schade. Ich glaube, das wird mich nicht weit tragen. Vielleicht haben wir Glück und es hält bis zur anderen Seite. Mal gespannt. Also ich bin der Meinung jetzt, dass ich zu den roten Orten nicht hingehen kann und der ist blau. Weiß ich auch. Ich glaube, wenn das Meer doll irgendwie Wellen schlägt, dann geht das Boot kaputt. Die rammen sich da erstmal, okay. Machen Krieg? Alles klar, lass mich. Mein Deal nehme ich jetzt gerade ernsthaft. Wo bin ich gegen? Ja, es hat mich rübergetragen. Ich bin mal gespannt, ob mich hier das Böse erwartet oder nicht. Denn? Ah, oh nein, okay, ich darf hier nicht kämpfen. Ja. Alles klar. Das funktioniert voll nicht. Das Holder stand gefestigt. Ich verstehe diesen Sinn noch nicht. Verstehe ich nicht. Dann mache ich jetzt weiter Quests, die noch offen sind. Dann verstehe ich den Sinn da nicht. Mit gefestigt und nicht gefestigt und angreifbar und Ahnung.
komplett unmachbar, selbst wenn man versteckt irgendwie angreift oder so. Nicht. Also gehen wir noch mal. Hingehen. Aber wir werden keinen Unsinn machen, wir werden jetzt hier. Ich überlege, ob ich noch irgendwas kombinieren kann hier. Können wir weitergehen? Nervt, dass es so weit weg ist. Egal, ich gehe trotzdem erstmal runter und mache die Quest. Gehe dann wieder nach oben. Vielleicht komme ich da weiter, auch in dem Ort. Wenn ich zurück nach Megaris gehe, dann ist es alles Stufe 19 und hier ist es noch so Stufe 16, 15. Sehr leicht. Ja. Auch noch mal beim Schmied vorbeischauen. Vielleicht kann man auch noch irgendwas machen. Mehr tut die? Mal schauen. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, wo bei diesem ganzen Spiel Pöbe eigentlich bleibt. Söldner? Hatte ich auch nicht vor, mit dem anzulegen. War doch auch Echo. Ah, ist das gut. Jetzt nochmal zum Schmied. Ja, alles Müll. Noch Kohlen eigentlich.
auch weiches Leder und Obsidianglas. Aber ich glaube, ein blaues lohnt sich nicht. Semi. Lieber die coolen erstmal. Ja, auch genug, ne? Bisschen, ja. So, dann können wir den vielleicht noch mal werden. Den hier. Ja. Dann brauchen wir Obsidian-Dings. Auch noch kommen. Die Kohlen aber auch schnell wieder weg, ne? Mach ich erstmal. Noch ein bisschen sammeln. Sehe mich bald wieder. Hallo. Ab zur Quest. Also eher wie ein Weltenbiss. Verstanden. Tut es irgendwann nicht mehr weh? Ich sag dir was, du musst ihn verjagen. Brüll wie ein Löwe. Dann läuft er davon. Gut gemacht. Und jetzt ab nach Hause. Du musst ein Heiler sein. Ja, ich bin Lykao. Du musst eine Söldnerin sein. Brauchst du eine Behandlung? Danke für dein Follow. Nicht Masse. Kommt drauf an. Muss ich auch für dich brüllen? Manchmal ist Hoffnung die beste Arznei, die ich meinen Patienten geben kann. Und du brauchst also keine Hilfe? Ich bin gesund wie ein Pferd. Du siehst stark und unerschütterlich aus. Meine Patienten brauchen Alraunenblätter. Ich weiß, dass einige bei einem kleinen Fluss südöstlich von hier wachsen. Du selbst bist zu beschäftigt? Wohl eher zu lecker. Am Fluss treibt sich ein Rudel Wölfe herum. Ich würde dich großzügig dafür bezahlen. Du weißt, wie man mit Söldnern reden muss. Ist das alles, was du brauchst? Sicher. Alraunen? Fürs Erste. Bring sie zu mir und ich bereite sie für meine Patienten vor. Dann sehen wir weiter. Ja. Ich bringe dir die Blätter. Sagtest du südöstlich von hier? Ja, bei einem kleinen Fluss nordöstlich von Kira. Die Pflanzen blühen noch nicht, aber die Blätter sind auffällig grau-grün. Vielen Dank. Okay. Angezeigt. Brauche ich also. Ist auch gar nicht so weit weg. Aber wir können trotzdem das Pferd. Na los, komm. Sagte, die Pflanzen wachsen bei einem kleinen Fluss. Das könnte er sein. Alles mitnehmen? Ja. Warum so viel? War's gut.
Jeder ist von. Erkundungsgebiet. Eine Pflanze gesehen. Sagen, ist nicht sonst nicht eigentlich eine Lupe? Unten? Hier. Fünf? Hier bestimmt. Sind da immer Lupen, ne? Also. Ah. Das sollten genügend. Immer sogar so gefunden. Zeit, zu dem Heiler zurückzukehren. Hätte ich noch? Ja. Das war easy. Aufnet. Man kennt's. Ich habe deine Blätter. Danke. Ich bereite sie für die Patienten zu. Könntest du so lange warten? Na klar. Ich habe die Blätter zerstoßen. Dann sind sie leichter einzunehmen. Bringst du sie zu meinen Patienten? Sag ihnen, sie sind von Lycao. Ich dachte, ich hätte dir mehr Blätter gebracht. Ich brauchte eine doppelte Dosis für meine Großmutter. Ich gebe sie ihr bald. Gut. Ich überbringe derweil den Rest. Hab Dank. Alle Patienten sind in oder nahe der Chora von Delphi. Einer ist bei den Viehgehegen im Westen. Einer baut ein Haus am nordöstlichen Rand der Ortschaft. Und einer arbeitet auf den Feldern im Süden. Komm zurück, wenn du fertig bist. Ich werde sie schon finden. Überall hin. Einer ist um. Die schon wieder so schlecht. Sind ja alle um die Ecke. Ich habe schon gedacht, ich muss wieder Weltreisen machen. Lycao lässt dich grüßen. Ah, die versprochene Arznei. Danke. Sag mir, hat er gesund ausgesehen? Er sah nicht krank aus. Ich sehe ihn rund um die Uhr herumlaufen und vor sich hin murmeln. Er scheint besorgt zu sein. Ich sollte ihm etwas Süßes bringen, um ihn aufzumuntern. Das würde ihn bestimmt freuen. Muss ich den Boten hier machen? Lycao schickt dir diese Arznei. Danke. Ich kümmere mich um die Tiere und Lycao kümmert sich um mich. Nur schade, dass sich niemand um ihn kümmert. Was meinst du? Seine Eltern starben jung. Seine Großmutter zog ihn auf, weil sie wurde unter einem schlechten Stern geboren. Ach, vergiss das. Er ist ein guter Junge. Da bin ich sicher. Diese Kräuter sind von Lycao. Oh, vielen Dank. Dieser Heiler ist so aufmerksam und so hübsch. Schade, dass er beschlossen hat, nicht zu heiraten. Und das? Er hat mir so einen Unsinn erzählt, dass er keine unschuldige Frau mit seinen Sorgen belasten will. Warum kann er nicht so ehrlich sein und zugeben, dass ich ihm nicht gefalle? Ich frage mich, warum er sowas sagt.
Vielleicht hat er ja Sorgen. Ich habe deine Arznei abgeliefert. Anscheinend sorgen sich eine Menge Leute um dein Wohlergehen. Danke. Mhm. Meine Großmutter, Praxitea. Ich muss ihr noch die letzte Arzneilieferung bringen. Begleitest du mich zu ihrem Haus? Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Sag was. Ja, ich würde gern wissen, was hier vorgeht. Danke. Bitte, zum Haus meiner Großmutter geht es hier lang. Danke, dass du mitkommst. Hast du schon viele Menschen getötet? Wieso fragst du mich das? Wenn jemand so kriegerisch ist, dass er nicht nur menschengroßes Unrecht antut, sondern auch den Göttern. Nicht. Soll er dann keine Strafe verdienen? Was hat Praxitea getan? Sie gab falsche Prophezeiungen ab. Über Jahre hat sie alle, die sie um Rat fragten, belogen. Deine Großmutter war ein Orakel? Ja, auf dem Hügel in Delphi. Erst kürzlich gestand sie mir, dass sie nie die Götter gehört hat. Sie hat nur wiederholt, was ihr vorgesagt wurde. Eingeflüstert von Menschen mit bösen Absichten. Ganz genau. Wegen dieser Worte wurden Kriege geführt. Sie kann nicht ungestraft bleiben. Ich... Eine falsche Prophezeiung hat meine Familie zerstört. Wenn es eine von ihr war, nehme ich die Bestrafung selbst in die Hand. Läuft er so schnell? Bin doch nicht weg. Läuft aber auf ihn auf den Zahn. Verschwinde von hier, Lykaon. Ich weiß, was du vorhast. Du bringst nur noch mehr Schande über die Familie. Ich will das nicht tun, Agave. Doch bei allem, was recht ist, darf Praxitea nicht weiterleben. Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Ein paar komische Männer kamen heute ins Dorf und suchten nach dir. Ich führte sie her und sie nahm sie mit. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Das kannst du nicht verstehen. Du war eine gottlose Närrin. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wer bist du überhaupt? Ich bin Cassandra. Auch ich litt unter einer falschen Prophezeiung. Vielleicht sogar von eurer Großmutter. Wenn wir sie nicht finden, können wir nichts davon klären. Hilf mir herauszufinden, wohin man sie brachte. Ich suche nach Hinweisen. Was hast du denn von mir erwartet? Ständig redest du vom Töten. Die Chance war da und ich nutzte sie. Aber so sollte das nicht passieren. Ich bin für sie verantwortlich. Praxitea muss diesen Armreif im Kampf verloren haben. Aber kein normaler Dieb würde so etwas Wertvolles zurücklassen. Nichts mehr. Muss auch nicht. Sieht nach einem Auftrag aus. Bringt das Paket zum Übergabepunkt und beschädigt es nicht. Wenn Sie Lykaons Großmutter meinen, lebt sie vielleicht noch. Blind oder was? Denn
Warum zeigt er mir das an? Ach, steht direkt neben mir. Was Verdächtiges aufgefallen? Blinde Nuss. Wenn Banditen auf dem Hof meiner Cousine verdächtig sind, dann ja. Was haben sie getan? Sie haben sie verjagt. Sie kann nicht zurück. Sie haben sich dort eingenistet, sind bewaffnet und gefährlich. Interessant. Wo ist dieser Hof? Nicht weit, westlich von hier. Doch ich würde mich nicht mit ihr anlegen. Danke für die Warnung. Immer. Praxitea wurde zu einem Bauernhof westlich von hier gebracht. Banditen sollten sie lebendig dort abliefern. Danke, dass du das herausgefunden hast. Ja, mal gucken, ob das Hauptstory ist. Deine Schwester hat Praxitea in große Gefahr gebracht. Und du hast übers Töten gesprochen. Soll ich ihr Leben beenden? Nein. Das muss ich selbst tun. Ich muss sie töten. Ja. Sie ist deine Großmutter. Und du bist kein Mörder. Denk nochmal drüber nach. Aber ich bin verantwortlich. Ich will nicht, dass sie leidet. Deshalb bat ich dich um die Alraune. Sie lindert den Schmerz. Gehst du zuerst zu dem Bauernhof und hältst die Banditen für mich auf? Ich glaube nicht, dass ich es mit ihnen aufnehmen kann. Ich suche nach Praxitea. Danke, Cassandra. Der Hof liegt also im Westen. Wir treffen uns dort. Nicht. Nicht. Schritt. Reiten natürlich. Müssen. Ne? Hör, auf geht's. Mal gucken. Machen wir da auch so. Will ich nicht, wenn man in den Graben springt. Oh, ja, genau. Mich jetzt noch? Hier werden sie besonders wachsam sein. Nee, okay. Hier schon, oder? Sein, auf dem Praxitea festgehalten wird. Ich darf nicht wegen jeder Kleinigkeit ausrasten. Das immer nicht gibt. Alter.
Meine ich doch, hier ist der Schatz. Du hast Abdank, mein Kind. Wir müssen von hier verschwinden. Könnten noch mehr Banditen kommen? Bitte, lass uns verschwinden. Mit dem Pferd wäre es einfacher, ja, Madame? Danke mir nicht, Stimme des Apollon. Oder warst du die Stimme von jemand anderem? Oh, du kennst meinen Enkel. Du hast recht, ich habe alle belogen. Es tut mir so leid. Die Götter hätten mich längst töten sollen, doch sie ließen mich mit meiner Reue leben. No, warum hast du gelogen? Die Menschen haben dir vertraut. Sie dachten, du überbringst ihnen die Worte Apollons. Ich wollte das nicht damals, als ich zum Orakel des Apollon ernannt wurde. Doch da waren Menschen, die mich zwangen, das zu sagen, was sie wollten. Sonst hätte meine Familie unter meinem Ungehorsam gelitten. Familie? Erinnerst du dich an eine Familie aus Sparta, denen du sagtest, ihr jüngstes Kind müsse sterben? Eine trauernde Mutter mit Augen wie meinen? Dein Verlust tut mir wirklich sehr leid. Wer ließ dich entführen? Ich wissen. Diese Schläger kamen doch nicht von selbst auf die Idee. Bitte, frag mich das nicht. Die, die mich jetzt bestrafen wollen, die mich einst zum Lügen zwangen, sie würden dich umbringen, wenn ich dir von ihnen erzähle. Die mit den Masken und dunklen Mänteln? Ah. Der Kult des Kosmos. Sprich ihren Namen nicht aus. Wer muss nicht. Hat sie es dir gesagt? War sie das Orakel, das deine Familie zerstört hat? Was ich getan habe, tut mir leid. Ich akzeptiere meine Strafe. Aber lass nicht zu, dass mein Enkel mich tötet. Lykaon ist ein guter Mann, ein Heiler. Er würde daran zerbrechen. Nein, das liegt in meiner Verantwortung. Ich muss ihr Leben beenden. Nur dramatisch. Nee, das muss er tun. Zu Ende bringst, wirst du nicht mehr mit dir selbst leben können. Na los, töte sie. Ich kann nicht. Wusste ich doch. Ich werde jetzt gehen. Lebe als Mörder oder lebe als Feigling, Lykaon. Ich kann dir nicht helfen. Böse. Ja. Gehen erstmal hier hin. Gucken wir nach der Quest, die da ist. Ich hab mir doch gedacht, dass es. Weil wer weiß für den weiteren Verlauf, ob es gut gewesen wäre, wenn ich sie getötet hätte. Weiß ich nicht unbedingt. Vielleicht ist sie noch ein Hinweis oder so weiter und so fort, für, damit sie ihre Mutter findet. Oder ihren leiblichen Vater oder. Mal schauen. Schaut mal hin. Schau zuerst nochmal auf die Nachrichten. Komisch, da rollt sie sich jetzt ab, oder was?
wieder so viel. Haben wir wieder einige Quests hier. Du hast eine Nachricht hinterlassen. Ein Anführer stirbt. War er ein großer Mann? Wird er als ein größerer Mann wiedergeboren? Oder als geringerer? Er ist tot. Was kümmert es dich? Ich bin wegen meiner Fragen nicht unbedingt im Tempel willkommen. Ich würde der Priesterin ein Geschenk schicken, wenn es jemand für mich überbringen würde. Und du bezahlst mich für die Lieferung? Mhm. Ganz genau. Dein Auftrag ist mit der Übergabe erfüllt. Gut, ich bin dabei. Ich wusste, du bist vernünftig. Ich muss dann mal los. Ich muss dann mal los. Ab zu weit weg. Da müssen wir mal hinreiten, ne? War interessant, dass hier wieder Leute von Quests aufbauen. So. Anscheinend. Komm schon. Los. Lieferung für dich. Danke. Hier, das ist für dich, für deine Mühe. 720. Wird doch immer gut Kohle eigentlich, ne? Gehen wir dann hier. Ja. Da. Entschuldigung, ich muss euch alle rumhören. Ein Plumpsack. Ich fand eine Nachricht an der Tafel. Was ist los? Der Krieg hat diese Stadt in den Ruin getrieben. Meine Einnahmen dieser Woche wurden nachts gestohlen. Das überrascht mich nicht. Ich bin sicher, dass Banditen die Drachmen gestohlen haben. Ihr Anführer hetzt sie auf uns Hetären. Er hält uns für wehrlos. Und ich soll jeden einzelnen der Banditen töten? Ja, niemand sollte am Leben bleiben. Ja, ja. Wir kennen sie. Wir regeln das. Wie immer. Großen Gefallen. Überlass das ruhig mir. Ah. Ein Problem. Höhle oder wie? Ein Klopf. Ah? Ich mache mich unsichtbar.
Opium. Dummy, dummy. Belohnung verdient, würde ich sagen. Oh, noch mal ein bisschen mitnehmen, ne? Warum haben wir auch nicht? Man hier auch mit Pferd einreiten kann. Na, Andreas? Alles klar. Gute Nachtgeschichte, lang gewesen. Du machst auch jetzt mehr Instagram-Stories, ne, Andreas? Mit dem Weibchen allein schon. Das anhört, dann kann ich auch gleich Kopfkino denken, was du gemacht hast. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Du hast Großes bewirkt. Nimm dies zum Dank dafür. Auch fragen kann man ja. Gute Mannschaft, doch. Uns fehlt jemand mit deinen Talenten. Komm zu uns an Bord. Was sagst du? Ein Leben auf See klingt nicht leicht, aber das ist das Leben hier auch nicht. Ich komme mit dir. So gut. Ja, eine mehr. War nur im Grau, aber gut. Was sagt die Nachrichtentafel? Wir gehen gleich zur anderen Quest, die da ist. Ja, eine Quest. Ja, dann gehen wir da noch mal kurz hin, bevor wir die anderen Quests machen. Ja, Emrix ist ja zu Uras gegangen. Der hat gesehen, dass er Destiny spielt, aber Emrix ist heute eh durcheinander. Und Bunny wollte auch früh ins Bett, aber Emrix wollte eigentlich auch nicht lange machen. Boah, 2160? Das ist krass. Ihr Drachen. Auf die Nachrichten. Ja, wollten wie gesagt alle früh ins Bett. Bunny hat Dienstag frei, deswegen. Aber das ist 21. Das ist der? Nee, danke. Da müssen wir mal dezent abhauen. Level, was ist das denn da eigentlich? Ah, da muss ich mal gucken. Auf.
Tod überlassen. So, das können wir auch gleich noch machen. Hier sind schon wieder zwei Quests. Ja, so ist der Stand der Dinge. Ich fand eine Nachricht an der Tafel. Was ist los? Ich muss einen Olivenkranz an die Tür hängen lassen. Morgen. Die Frau, um die ich mich kümmerte, hat einen Sohn geboren. Muss ich auf jeden Fall zum Fortnite nochmal zocken. Vielleicht werde ich das vormittags sogar machen. Wie geht es der Mutter? Kannst du mitmachen? Mutter und Sohn geht es gut. Oh. Also gibt es einiges zu tun. Der Vater ist Befehlshaber. Er muss benachrichtigt werden. Auch muss den Göttern zum Dank ein Ziegenopfer dargebracht werden. Du willst, dass ich sie dem spartanischen Befehlshaber übergebe? Ja, wird nicht schwer. Muss nur unversehrt ankommen. Ja, wie immer, wir kümmern uns darum. Es wird nicht leicht, aber ich kümmere mich darum. Ich schulde dir was. Alles erledigt. Ja, ich werde auch nicht so früh aufstehen, ne? War klar. Nein, 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 nein. Den muss ich jetzt. Jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. Bin ich. Einfach nur die Quest. Und ich. Und ich bin jetzt durcheinander. Schönes Nachricht. Mir nichts angezeigt. Dann gehe ich jetzt weiter, weil keine Ahnung, wo ich da hin muss. Oh, warte mal, wir hatten hier noch. Da. Ne, das ist das Bild, ne? Wo bringe ich die Nachricht? Da. Das ist nicht ganz. Es sind schon wieder zwei Söldner hier. Wollte ich an. Dann wäre nicht zu. Der gerade da ist, möglicherweise. Richtig. Ah,
ehrlich, ich muss mich damit erstmal befassen, so richtig. Ich habe sie mir aus dem Grund geholt. Klingt zwar bescheuert, aber wegen Monte. Weil der die einmal gezeigt hat und der so begeistert davon war. Und dann habe ich mir die Rezension durchgelesen. Kann nichts Schlechtes sein, habe ich mir gedacht. Er hat gesagt, er wird sich die immer wiederholen. Die ist auch schon 3 Jahre alt. Aber ich habe Glück halt, dass die noch mit Folie und allem ist. Also. War es jetzt? Weiter. Auch nochmal hier. Fähigkeiten noch. Okay, man kann. Sondern. Als zu verbessern muss ich bei deiner Geschichte ankommen. Ich weiß nicht, ob es zum Teil besser ist, diese wegen dem weichen Leben. In Leder. Manche Sachen kann man nicht zerlegen, das verstehe ich nicht so ganz. Also ich bin gar nicht mit dem Bogen ausgerüstet. Okay. Westen. War vorhin noch hier. Und okay, das ist der Söldner. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Nach hier. Gucken mal, ob wir da klarkommen. Weil nur Wälder schon. Gucken, ob es mit Pferd klappt. Das Gebiet, genau. Wir müssen da eh rüber. Also doch knapp. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall mit der Kamera. Das Problem sehe ich im Moment derzeit noch mit dem Internet. Da muss ich mich mal informieren, wie ich das machen kann am besten. Dass ich Vlogging machen kann. Am höchsten Punkt, glaube ich jetzt. Ajo. Manchmal rollt sie sich auch ab. Aber nicht immer, komischerweise. Ah ja. Gott sei Dank, hier können wir doch weiter reiten. Reiten wir vor, Boss. Ja. Es steht hier gefestigt. Überhaupt nicht. Hä? Da
ganz runter und hat keinen Damage. Okay. Und tief und hoch und so weiter. Gott. Du ja, was für eine halbe Weltreise. Thermopylen. Man sagt, man kann dieses Schlachtfeld nicht überqueren, ohne dass sich die Füße rot färben vom Blut. Hm? Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht, aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Ja. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Die Schlacht bei den Thermopylen klingt noch in unseren Herzen nach, aber hier fühlt man es in den Knochen. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Lebenden. Strecke deinen Speer aus. Meinen Speer? Warum? Ich muss etwas wissen. Bei so einer Rüstung verstehe ich immer nicht. Wie können so eine Holzpfeile da durchkommen? Das verstehe ich nicht. Na, Emrix, immer noch wach. Und wie war mit Turas? Was gehabt? Wer ist das? Herodotos! Mir geht es gut. Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Arthurs ist Pro. Wir wissen, warum niemand Sparta. Spartas Verbündete. Die Spartiaten waren nicht die einzigen, die sich Xerxes und seinen Horden entgegenstellten. Aus der ganzen griechischen Welt kamen Menschen, die bewaffnet und bereit zum Kampf an der Seite von Leonidas und seinen 300 standen. Aber als der König Angst in ihren Augen sah, schickte er sie nach Hause.
Das klingt nicht nach Mut, sondern nach Wahnsinn. Die Pythia sagte vorher, dass Sparta entweder seine Freiheit oder seinen König an die Perser verlieren würde. Leonidas traf eine Entscheidung. Was geschah mit Leonidas nach der Schlacht? Xerxes war bekannt dafür, Krieger zu ehren, die heldenhaft gegen die Perser kämpften. Aber Leonidas hatte ihn so wütend gemacht, dass er ihm den Kopf abschnitt und aufspießte. Eine blutige Schlacht folgte. Seine sterblichen Überreste wurden von den Spartiaten geborgen und hier begraben. Jetzt ruht er jedenfalls dort, wo er hingehört. In Sparta. Du musst dir mal seine Videos, da muss ich Thoraus auch loben, der hat Best-of-Videos auf YouTube, musst du mal googeln. Gucken bei YouTube. Dann ist er wieder in sein altes Verhaltensmuster, weil der hat Videos gemacht, Thoraus, muss man echt sagen, da hat er richtig nice gesniped, also richtig heftig, muss ich sagen, da muss ich ihn echt loben. Was ist mit dem Super schön, schön. Also, der König bezahlte ihn gut. Musst du dir mal angucken. Aber auf Verrat auf seinem Kanal. Auf ihn wurde ein Kopfgeld ausgesetzt und er starb, wie er lebte, als Feigling. Du wusstest, dass das passieren würde. Ich wusste es nicht, aber ich ahnte es. Es gibt einen Ort, den ich für eine Traumvorstellung hielt. Bis jetzt. Fand sogar echt toll, das Video. Ein merkwürdiger Bau auf der Insel Andros. Mysteriöse Formen in Stein gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du nach Andros segeln, um mir diese Formen zu zeigen? Auf meinen Reisen hörte ich von einer alten Zivilisation, von Menschen, die vor uns kamen. Dein Speer hat eine Verbindung zu diesem Ort. Das ist doch super, dass ihr das geschafft habt. Aber solltest du trotzdem mal angucken, Emrix. Moin, BMW, wie geht's dir? Du erwähntest Menschen, die vor uns kamen. Wer waren sie? Sie waren keine Götter, aber lebten länger als andere Sterbliche und waren viel intelligenter. Ich habe Dinge gesehen, in Höhlen eingemeißelt, seltsame Symbole, die vermuten lassen, dass es eine alte Zivilisation gab, die Menschen erschuf und ihnen das Feuer gab. Aber Zeus gab Prometheus die Schuld. Ja, vielleicht hat sein Adler die falsche Leber gefressen. Ich schlafe, gute Nacht. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Andros. Wir treffen uns am Schiff. Ja, gut, und selbst? Achso, Entschuldigung. Ansatz Stream. Ach, moin. Auch lange nicht mehr gesehen. Ein kleines Stück. Ich habe in Athen etwas zu erledigen. Herodotos hilft mir, meine Mutter zu finden. Du hast den Beistand der Götter gesucht und sie brachten dir Herodotos. Genau wie sie dich zu mir brachten. Ihre Pläne. Wir können nichts tun, außer ihnen zu folgen. Vielleicht hast du recht. Herodotos und ich haben auch gemeinsame Feinde. Wie Elpenor? Er ist... wahr. Teil einer mächtigen Gruppe, die sich Kult des Kosmos nennt und über das Orakel die griechische Welt kontrolliert. Das Orakel kontrollieren? Unmöglich! Das würde Apollon nie zulassen! Jetzt suchen sie nach meiner Mutter. Ich muss sie finden, bevor sie es tun. Und ich glaube, sie werden jeden bekämpfen, der ihnen in die Quere kommt. Hey Hermes! Das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult! Wissen wir, wer sie anführt? Ich weiß es nicht sicher, aber... Muss gleich mal. Könnte mein Bruder sein. Dein Bruder? Wobei Zeus dein Leben ist kompliziert. Ja. Wem sagst du das? Aber keine Sorge. Der Kult des Kosmos hat jetzt drei neue Feinde. Und eine
Ist er immer so positiv? Immer. Deshalb mag ich ihn so. Poseidon, trage uns nach Athen! Zuerst müssen wir nach Andros. Dann halt nach Andros! Andros. Wir werden mein Schiff etwas aufrüsten müssen, wenn wir damit in den Krieg ziehen wollen. Was meinst du? Ja, sie ist alt. Vielleicht nicht mehr in der besten Verfassung. Hättest du das nicht vor dem Ablegen sagen können? Wo in Poseidons Namen sollen wir jetzt das Material herkriegen? Mein Vater brachte mir bei, dass die See nimmt. Und wir müssen das helfen. Zum Glück gibt es hier viele Piratenschiffe, die wir kapern können, um uns zu bedienen. Mhm. Worauf warten wir noch? Jagen wir Piraten! Nun, da wir das nötige Material haben, können wir den Schiffsrumpf verstärken. Ja. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, wo wir sind erstmal. Aha. Okay, ganz neues Gebiet. Dann haben wir jetzt, aber wir können ja immer noch wieder zurück. Wir müssen mal eben ganz kurz gucken beim Schiff, was wir da irgendwie machen können oder aufrüsten. Also. Alles, ne? Sagen wir, gehen auf Waffen. Ja, alles verbessern so ungefähr. Wir haben nicht. Weiß ich auch, wofür wir das Holz brauchen, aber dieses Holz ist es, glaube ich. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, das Schiff zu verbessern. Hier. Vorräte nehme ich mal stark an, die finden wir im Wasser. Das ist immer, wenn man vorbeischwimmt. Ah, okay. Hä? Hast du nicht YouTube gemacht? War das nicht so? Moment. Moment der Ruhe. Ich muss mal eben ganz kurz was zu trinken holen, bevor wir hier Remi Demi machen. War mir so in Erinnerung. Gleich wieder da. Jetzt sind wir noch ein Stück. Akt. Ich mal direkt ein kleines Hungerchen. So. Ja. So. Oh, auf in die Schiffsschlacht. Ich mag die zwar nicht so, aber gut. Oh, was muss, das muss. War klar, dass es in diesem Spiel dominant ist. Macht euch Segel bereit! So, wenn wir Glück haben. Also irgendwo fahren wir immer voran. Und da sind dann so Vorräte irgendwo im Wasser. Den Rumpf da ist, glaube ich, meins. Da. Moment, verbessere den Rumpf des Schiffes. Rumpf, da haben wir es doch. Oh, das ist natürlich blöd. Das hätte ich gleich mal verbessern sollen, ne?
Dafür brauchen wir dieses. Frage, ob wir da jetzt was finden. Warte, Entern was? Glück. Jetzt entern. Jetzt runter oder was? War es jetzt richtig? Ich hoffe ja. Was mache ich denn da jetzt? Spannt die Bögen! Ja. Da ist Pfad. Ha. War jetzt nicht so gut gebracht, oder? Mal gucken. Weiß auch nicht, wohin jetzt? Nächstes Schiff kentern oder was? Na gut, verkehrt ist es nicht. Überhaupt nicht viel. Weiß auch nicht, was ist mit Rammen? Entern, einleiten. Oder was ist das? Nein. Ja. 16 Olivenholz. Beide jetzt? Ja. Wem jetzt? Ja. Aha. Ja. So. Ja, moin. Läuft Timmy. Kann einleiten.
Moment. Das ist schlecht, oder? Warte. Bringt uns aber auch nicht so weiter. Ich meine, hier sind viele Schiffe. Reicht ja an Längen nicht. Ah, doch, fast. 30. Anders. Alter. Wir rammen uns erstmal. Natürlich. Alle hier. Warte mal. Ah ja, moin. Ja, noch haben wir ein bisschen Kraft. Schießt. Oh, okay. Mist, wir müssen uns ducken. Duck mich doch. Denn das da. Die Schlacht ist gerade nicht so gut. Wir haben Treibgut entdeckt. Alter, von wo kommen die alle? Die kennt er mich gleich. Moment mal. Mist. Ach die. Ah, na. Ich bin gleich tot hier. Mein Schiff ist tot. Kann ich abhauen? Ja, die, ja. Mist. Also ich bin mit diesen Schiffskämpfen immer noch nicht ärgerlich. Vor allem, weil wir da zwei Boote hatten jetzt gerade, oder drei oder so, die wir schon gekentert hatten. Das war ein bisschen zu viel gerade auf den Haufen, das ist gewesen. Egal, ich hoffe, dass die Beute jetzt nicht weg ist, so dass wir nicht mehr so viel kentern müssen. Ah ja, Schiff ist nicht so meins, also. Ja, da muss ich erst in Übung kommen. Bisschen komisch. So. Nein. Warte mal. Entern. Erstmal glaube ich die. Ja, ein bisschen weniger. Meine da treffen.
Ey. Treffe ich auch. Okay. Ich glaube, das hole ich da hinten. Moment mal. So, wir sind noch. Wir müssen der Kollision ausweichen! Volle Geschwindigkeit! War erstmal ein bisschen auf Abstand. Ach, apropos Abstand. Ja, moin. Warum beide? Warum sind jetzt schon wieder... Bereit zum Feuer! Achtung, Kollision! Malaka, die wollen uns rammen! Oh. Bereit halten zum Feuer! Jetzt entern. Bereit zum Entern! Folgt mir! Macht meine Besetzung. So, noch irgendwer jetzt hier. Bin noch im Kampf. Ha! Festgewiesen? Ja. Trumpf ist Trumpf. Sich hier auf sie befindet. Aber komischerweise. Weise. Ich weiß jetzt nicht mehr. Das, ach so, sind das doch keine Athena-Schiffe, weil das wäre auch noch eine Quest gewesen. Ja, dann verbessern wir die. Okay. So. Alter, wo bin ich? Dings, ich komme hier. Kann ich hier irgendwo andocken? Ja. Weil ich will natürlich wieder zurück an Land. Quests weitermachen. So, gib Stoff. Ja,
Jetzt weiß ich auch, wofür wir das Olivenholz die ganze Zeit sammeln. Können wir sammeln und dann das Schiff verbessern. Dann die mich so nicht angreifen, ist alles gut. Was für ein Wetter hier auf See, du. Dann können wir mich. Boah, da können wir. Da ist noch. Nehmen wir an, hier können wir wieder nicht weiter. Wiedersehen. An einer Bucht. Will ich das auch immer mitnehmen, das Holz? Können wir eben rüber. Das ist eine Höhle. Persischgasse. War doch vorhin schon markiert. Praktisch, dass die überall in Fackeln sind, vor allen Dingen. Das war schon. Was heißt nichts anscheinend? Ja, gucken gehen, ne? Nix, ne? Nichts. War wahrscheinlich die Quest da irgendwie schwierige dabei. Das Wetter wieder besser. Ja, es scheint wieder. Ah ja, dann
doch schon wieder total ätzend, dahin zu kommen. Was? Mal wieder alles da hochklettern. Sind. Ella. Millionen Jahre hier, ne? Elche. Ella. Ja. Ah, oh. Ja, erstmal runter. Hoch schon alleine. Weiß ich. Ah, oh, ja moin. Das war nicht so ganz mein Ziel, aber egal. Von hier unten. Was war der Hauptmann? Hinten steht. Auch noch ein. Wer liegt denn da? Sehen wir mal noch. Du! Bereit zu sterben? Ach, für Attentat ging es wieder nicht. Und lass mich raten, muss ich befreien. Ich dachte schon, ich verrotte hier. Danke. Wie soll ich dir diese Schuld je zurückzahlen? Okay. Erstmal zuerst. Wo wir jetzt irgendwo hinreisen, müssen wir nochmal gucken, wo wir jetzt hinreisen.
sehr interessant. In einem Gebiet, wo wir eigentlich nicht sind. Das werde ich mal. Ah, obwohl. Nein. Freigeschalten, interessant. Frage, ob ich hier wieder darf oder nicht. Ich würde sagen, wir gehen da erstmal hin und reisen hier hin. So, ach, falschen Knopf. Weil das Level 17 ist. Sonst gehe ich erstmal nochmal zurück nach Megaris, weil. Das ist natürlich. Machen nicht mehr ganz so lange. Weil wir müssen ja nochmal mit Tobi raus. Noch nach Megaris reisen, weil da sind ja auch noch jede Menge Quests und ich glaube nicht ganz so hoch. Los, Phobos! Folgen nicht der Straße, wir machen. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig. Komm schon. Hast du dich verlaufen? Dreh um und geh. Du hast dir nichts zu suchen. Dreh um. Hey, kannst du nicht hören? Warum attackieren die mich? Meine ich doch. Ach so, okay. Ordentlich EP. Mal wieder anzünden. Man kann immer erst in die Schlacht, wenn da. Na, dann gehen wir aber jetzt hier weiter. Wenn wir hier machen können. Eroberungsschlacht ist immer dann erst, wenn es lieber ist. Ein Pferd.
Läuft auch. Festung. Der Hauptmann, okay. Den Burschen aber alleine gelassen jetzt, ne? Drück doch. Und ich keinen Bock, mich bemerkbar zu machen. Und dann kommt wieder die ganze. Und hier ist mal nicht das Leuchtfeuer, was man. Müsste eigentlich die Hütte voll sein, ne? Ist das Areal? Doch, Dreieck manchmal, nur ehrlich. Thank you.
auf dem Dach gucken. Ah. Hier müssen wir eine Falle stellen. Es ist leuchtvoll. Sehr cool. Rennen. Ah ja, wir haben ja ein paar. Kann ich? Wenn die bin ich schon wieder zu leise? Weiter geht's. Oh, da kommt einer. Der andere. Gut. Ich hab sie. Okay, ich habe mich dadurch nicht aufmerksam gemacht. Also weiter von. Oh. Sehr groß hier, ne? Natürlich auch ein bisschen risky, dass immer ein anderer daneben steht. Ist einer? Anscheinend auch. Hier rein. Kein Problem, Junge. Ah. Muss mal eins verbrennen, aber ich will den da vorne erledigen. Gut. Jetzt nehme ich auch ein bisschen Abstand. Dieses Mal geht alles in Fackeln hier. Genau.
Ah, okay, alles klar. Wir haben trotzdem noch einen Kriegsrat und einen Schatz. So, ja, da nach oben auch natürlich. Was hier gibt so. Keiner. Gut, hier sind wir wieder am Anfang, deswegen gehen wir. Aber wir nehmen ja alles mit, deswegen. Es sind mehrere. Ja, gut, okay. Auch so, auch. Also die mit dem Schild kann man irgendwie nur mit dem einen Angriff machen. Man sonst deren Schild nicht durchbrechen kann. Ich glaube aber jetzt müssen wir eigentlich alles hier haben. Ah, toll. Sehe ich jetzt nicht. Ich habe Leuchtfeuer deaktiviert. Warum? Kommen jetzt wieder die Kopfgeldjäger. Na, jetzt mal. Da ist auch kein. Dann dürfen wir den jetzt nicht über wie viel. Oben ist noch jede Menge. Aber solange er mich nicht sieht, ist es alles gut. Durchforstet jetzt das Camp. Ach, da, okay, tat. Erahnt. Laufe ich jetzt, weil er ist ja eigentlich Reichweite. Aha. War ich nicht. Ich habe das nicht gesehen durch das Gestrüpp da.
Na. Na. Jetzt gucken wir mal. Ich bock eigentlich noch den Ort ab. Also, wir haben schon 0:11. Wir machen nächstes Mal weiter. Ist zu lange heute wieder. Ich kenne mich ja, weil wir kennen ja wieder kein. Und morgen ist ja auch noch. Ich glaube, es ist sinnvoller. Mal alles so. Mal gucken. Hm? Es gibt in Anführungszeichen Reiches. Aber kein Olivenholz. Müssen wir nochmal gucken, nächstes Mal beim Schmied. Können wir trotzdem verbinden. Wenn etwas. Wir nehmen jetzt mal nochmal alles kaufen beim Schmied. Das können wir auch ändern. Alles klar, ja, dann würde ich mal sagen, Putze rein. Wir machen morgen weiter. Und eine wundervolle gute Nacht. Bis morgen. Danke fürs